Oh, ein Messer. Habe ich doch richtig verstanden, ne? Oh, ah, okay. Was haben wir gemacht? Ja, die ist total tot. Die ist wirklich sehr tot. Ich werde jetzt da... Ich muss mal... Oh, wo war das denn? Jemand musste es tun. Das ändert nicht viel. Es gibt immer mehr Sünder. Das ist nicht ihre Schuld. Sie hat nur die Arbeit gemacht, für die andere freiwillig bezahlt haben. Ist sie jetzt tot? Nee, eigentlich nicht. Wir haben ja gesagt, stell dich zur Seite und sei ruhig. Der Elektriker hat überlebt, das Mädchen ist tot. Wir sind quitt. Wo ist denn hier ein Keller? Ich muss ja dann aus hier raus. Nee, wir hatten eigentlich ja gesagt, sie soll keinen Mucks machen und soll links zur Seite gehen. Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Doch, sie ist tot, echt? Don't freak out. Okay, mal gucken, was er jetzt hier gemacht hat. Hey, ich habe Nachbarn. Cool. Können wir nicht einfach rausgehen? Oh Gott! Oh Gott! Oh, Sweet Home. Ah! Ah! Überall! Nein, ich will nicht! Ich will nicht Halloween haben! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht! Oh Gott! Ah! Das ist so schrecklich! Bitte mach, dass es aufhört. Okay. Also hier werden wir theoretisch rauskommen, aber Spiel sagt er so, nö. Und jetzt sollen wir in den Keller gehen. In den Keller. Oh, ich kann nicht in den Keller. Oh. Das ist ein wunderschöner Keller. Oh. Hallo? Guten Tag, Sir. Sir! Oh. Das ist der Elektriker? Okay, der sitzt da. Ich mach mal kurz hier. Oh, das erinnert mich an unsere Keller damals, ey. Die guten alten Plattenbaukeller, ey. Boah, ist doch so ekelhaft. Aber der Typ ist aber ganz schön fleißig die ganze Zeit hier, ne? Okay. Das ist ein ziemlich alter Keller. Ein alter, alter Keller. Sieht eher aus wie eine alte U-Bahn-Station. Ja, stimmt. Hallo. Mein Magen hat Urp gemacht. Okay, was haben wir hier? Oh! Ich dachte, das ist die Gegensprechanlage. Ist gar keine Gegensprechanlage gewesen, ne? Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Ja, das war definitiv jetzt ein Unfall. Ich gehe mal hier weg. La la la! Wie geht's denn nochmal hoch? Das war ein Unfall! Das war nicht meine Absicht. Dann gehen wir mal hoch. Panos ihn getötet. Ja, aber es war. Das habe ich echt nicht extra gemacht. Upsala. Dinge passieren, auf jeden Fall. Gehen wir wieder zurück zu, ja, das hat keiner gesehen. Es riecht komisch im Keller. Kann mal bitte jemand... Kann mal bitte jemand runtergehen und einmal gucken? Ja. Ne, nicht hello. So, wir wohnen ganz oben. Schön. Wir haben hier keine Nachbarn. Haus Nummer 9. Wohnung Nummer 9, mal zu hier. Ja. Okay, sag mir, was passiert ist.
Hey, ich kann meine Tochter und meine, die gar nicht hier sind. Und, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? I think you know by now what it is that we're playing. The electrician had already been dead before Untertitel. You phoned him. By trying to, say, go against the current, you made it all worse. Now, instead of Der wollte das doch. You have two. Hä? Ich bin gerade auf, ich dachte, ich hätte eine Wahl gegangen und dann hat er automatisch wieder hier runter gemacht. Habe ich es nochmal gemacht, hat er wieder hier runter gemacht. Ist ja komisch. Ich dachte, ich hätte eine Wahl. Ich habe kein Problem. Ich dachte, ich hätte eine Wahl. Which doesn't mean the result will always fit your expectations. I'd recommend you limit your creativity and conform to my instructions. Now focus. I want to ask you an important question. What is your favorite fruit? No question is stupid when asked by someone who put a sack on your daughter's head. So, what's your favorite fruit? Don't take it personal, but it's so cliché. My favorite one. Mein Favori. A symbol of sin and treason. A pretext for banishment from paradise. Where there is apple, there's always something interesting going on. Ich hab Hunger. Ich verstehe nicht, worauf du... Hattest du eine geniale Idee? Yes, it is a really creative way to kill someone. A person, you know, it seems like someone like this is just heading here. Ich soll sie töten, wieso? Das wird schwierig. Ich soll sie töten, wieso? I'm sure you'll find a few reasons. Do it for your family. You wouldn't want Clara to learn about your betrayals. Wieso kriegen denn die Leute um uns herum das ab? Wir sind doch der Arsch. Sie hat die Strafe nicht verdient, auf jeden Fall nicht mehr als ich. You're not gonna punish yourself for your betrayals, right? It would be impractical, to say the least. You'll find an apple on the table. If she bites it, the spell will take effect. Good luck. Wo ein Apfel ist, ist ein Pferd nicht weit. Moment. Oh nein. Hi. Well, well, well. I didn't expect it. Hä? Don't be sarcastic. Warum ist die auf einmal so doof? Ich will die Tür wieder zumachen. Übertreibe nicht, wir hatten nur eine flüchtige Affäre bei Stealth und klangst so, als ob etwas passiert wäre. Jetzt werde ich die töten. Oh, you want explanation? Okay, here it goes. Maybe I realize that I'm missing something in my life. You know what I'm talking about? Das soll Angst symbolisieren, okay? Gott, wenn Leute einfach nicht verstehen, was er nichts mit dir zu tun haben will. Nein! Guck meinen Arsch an! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Ja, für mehr bist du auch nicht gut! Entschuldigung. Wenn du dich entsprechend um mich kümmerst, könnte ich dir sogar vergeben, dass das zwischen uns beiden bereits vergangen hat. Du sollst hier gar nicht auftauchen. No need to. You know perfectly well she's in a bad shape. Schlecht, weißt du, wo sie ist? Let's say I have a clue. Let's face the facts. Clara tries to turn you into a loony while... Boah, was für eine Schlacht. Du bist auf sie eifersüchtig. Sure I am.
Hä? Ich will dich nicht hier! Du bist scheiße, geh! Was denkst du, wer du bist? Im Badezimmer habe ich eine Freundin für dich. Du wirst mich nicht gegen meine Familie hetzen. Hau ab. Du bist nur gut fürs Bett. Geh weg. Okay, hau rein. Geh. Wir haben jetzt sogar noch das Leben gerettet. Das wollte ich jetzt überhaupt gar nicht. Wer ist denn jetzt schon wieder da? Ja? Oh. Ja. Sie hat trotzdem ihre Strafe gekriegt. Und ein Finger. Okay. Ja. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Dann warten wir noch mal auf den Anruf, den wir gleich kriegen. Ja, ich war schon lange Wäsche, ey. Dann haben wir hier... Oh, Schneidebrett, aber kann ich nicht ausmachen. Ja, ne? Was ist denn jetzt passiert? Ja. Sie hätte durch den Apfel sterben können, aber leider ist es dann doch anders passiert. Boah, fürs nächste Spiel muss ich einmal pipi was essen. Und dann die Linse doch mal rausmachen. Ah. Ah, kann ich ja nicht rausgucken. Nee. Ja, okay. Soll ich jetzt irgendwas damit machen? Kann ich es irgendwie, Ich kann ja auch nicht raus, weil die mir den Weg versperrt. Selbst jetzt noch, weißt du? Oh. Ich hab... Das sollte jetzt keiner sehen. Wir schmusen. Wir schmusen gerade. I'm afraid that woman's head can't be stitched in. But maybe you could place Polly's little finger in the freezer. You'd increase her chance of becoming a famous pianist. Oh, liebe Grüße, dann nennt sie zurück. Dankeschön. Entschuldigung, wir sind hier gerade. Ich schmuse gerade in den Spiel. Das ist Schmusen. Das ist ein sehr romantisches Spiel, wo man schmust. Nancy. Das ist ein wunderschöner Dutt. Oh Gott. Vielen, vielen Dank. Du hast meine Tochter verletzt, du Wichser. Ich muss das verstecken, falls jemand kommt. You're a monster, and monsters don't have reflections in mirrors. Why do you act like a hopeless case? Do you want to end with a bang? Gib zu, wer du bist. Zeig dein Gesicht, du Feigling. Okay, but you have to take care of that fucking satellite dish. I can't find the right frequency. When you fix it, we'll talk face to face, and I hope you'll wise up at last. Okay. Hat keiner gesehen, ne? Keiner. Ich bin ein völlig normaler Mensch. Völlig normal.
Wo ist mein Stift? Da. 6, 6, 3, 2, 1, 3, 2. Ich rufe da an. Dann sehen wir den Typ. Alles ist toll. Ja, den Finger nehme ich. Ach, stimmt, den Finger muss ich auch noch nehmen. Warte, ich packe den Finger auch mal sicherheitshalber weg. Achso, ich kann es nicht mehr raus. Scheiße. Naja. Wir rufen jetzt erstmal an. Jetzt habe ich nur nicht pinkeln müssen. Oder schlimmer. Um ehrlich zu sein, weiß ich das selber nicht. Seit 3 Tagen habe ich Probleme mit dem Signal. Ja, das hat nichts gemacht. Beeilen Sie sich bitte. Hier. Someone will be there to assist you. Bye. Oh, danke, Nancy. Danke schön. Grimas Make-up kann ich dir empfehlen als Wasserfarbe für dein Weiß. Vielen Dank. Ja, das hier ist auch mittlerweile gar nicht mehr weiß. Es ist natürlich immer so richtig schön, wenn man das aufträgt, aber ja. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, ja. Gut, der Typ kommt jetzt. Ich kann leider halt nicht in den Finger. Der kommt. Der Finger ist bestimmt nicht mehr da. Hello, I heard you had some alignment issues. Ja! Sie kommen wegen der Antenne, kommen Sie rein! Nice place. Feels like home. Nein, ich wollte den Finger nehmen. Könntest du bitte. Ist das richtig, dass der hier reingeht so? Ah, okay. Warum läuft er so sexy? Ist das ein Stripper? Er ist ein Stripper, ist gar kein Antennentyp. Gott, wo leben wir? Wow, Cyberpunk. Ja? Ja, das ist wahr. Sie haben Kinder? I have a daughter, but I haven't seen her for a long time. I know. I've been thinking. This room doesn't look like anyone's been here. Scheiße. Meine Frau hat meine Tochter mitgenommen vorweg. Wir haben unsere Tochter gelehrt, Ordnung zu halten. Was ist denn hier? My wife took her and disappeared just like that. Ein Moment. Calls? No, Clara always does it. When she's mad, she slams the door and leaves without a word. Only this time she took our kid with her. Vermissen Sie sie nicht? Haben Sie gerade Clara gesagt? Yes, this is my wife. To be honest, I was even pleased when they left and the apartment went empty. Warte mal. Warte mal, Clara? Warte mal, Clara ist aber jetzt nicht, warte mal, war Clara der Name von ihr? Nee, warte mal, nicht von ihr, oder? Warte ganz kurz. Ist Clara der Name von seiner Frau? Also von unserer Frau oder von der da? Warum bist du immer auf Drogen, wenn jemand kommt, Pan? Ich weiß es nicht. Von seiner Frau. Boah, puh, ich dachte schon, das wäre doch ein bisschen makaber geworden. Aber so ist in Ordnung. And what do you think? Oh. At last the princess will learn what it's like living without her father. Maybe she'll have to start appreciating my sacrifices and sleepless nights. I guess you're right. Do you sometimes have this impression that you hate your family too?
can't blame a mirror if you don't like the reflection. That's the line now. Now, please turn on the TV and check if the image has improved. Okay. Töte dich selbst. Ja, da fand ich jetzt aber nicht so gut, ne? Oh, da steht was drauf. To bury the dead. Okay. Ja, ich glaube, ich lasse die mal hier, ne? Polizei, nein! Ich habe nichts getan! Hier, nimm deine neue Freundin. Scheiße. Okay. Ja. Liebe Polizei, möchtest du einen Apfel, liebe Polizei? Open up. Oh Gott. Okay. 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 Okay, das kann... Ich, ja, warte. Haben wir eine Waffe? Ist Amerika bestimmt, ne? Komm, wir haben bestimmt hier irgendwo eine Waffe. Zum Selbstschutz natürlich. Warte mal. Das sind Socken. Ich mach das jetzt. Hier ist es gefährlich. No! Was passiert, wenn ich aufgebe? Das ist alles nicht so, wie es scheint. Nicht ich bin schuldig. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir können auch nichts vertuschen, ne? Wir können nichts vertuschen. Sonst würde ich jetzt die Sachen irgendwie wegräumen, aber es geht nicht. So, who is guilty? Monsters don't have reflections in mirrors. Du bist kein Polizist. Maybe in your dreams, you've always had it your way. Du kannst mir gar nichts. Ich habe jetzt wieder Licht. Habe ich wieder Licht? Hä? Ich muss ja kurz was gucken. Ich kann mich jetzt nicht um den kümmern. Ich habe kein Licht. Scheiße. Ich habe kein Spiegelbild. So, ja. Ja, und jetzt? Was willst du machen, Typ? Works of mercy. The works of mercy. Wäre eigentlich schön, wenn die Prostituierte dann einfach weg wäre. Weißt du, dann würde ich hier sitzen. Ach du Scheiße, aber die ist immer noch da, die ganze Zeit schon. Die geht einfach nicht weg. Hallöchen. Oh, das war jetzt ein Zufall. Okay, das war dann jetzt wohl ein Zufall. Ja, das... Das ist jetzt wohl der Zufall, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Okay, es ist nicht hier, es ist über mir, oder? Oh, darf ich mal. Oh, cool. Ich komme hier nicht raus. Oh Gott, ich komme hier nicht raus. Ich dusche! Ich dusche! Mit meinen Freunden! Was? Kannst mir gar nichts. Stellen wir uns jetzt hier hin und duschen zusammen.
Kannst du mir bitte das ausstellen? Oh, nein, 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 nein! That woman! Please let me in! Soll ich den reinlassen? Soll ich ihn reinlassen? Ein sehr kopflastiges Spiel. Ja. Oh, ich muss pinkeln. Ich muss trotzdem weiter trinken hier. Nee. Ja. Nein, um Gottes Willen. Er will raus, nicht rein. Ja, nein. Oh Gott. Klar, nächstes Opfer. Nope. Neun. Nein. Ja, ja. Ja. Ah, es ist wirklich... Es ist 50-50. Es ist 50-50. Ede, mene, Mopel. Mist. Nein, nein, auf keinen Fall. Okay, das Nein überwiegt aber ein bisschen. Wie im PT. Geistliche Werke der Barmherzigkeit. Die Sünder zurechtweisen, die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauernden trösten, die Lästigen geduldig ertragen, den Beleidigern gerne verzeihen, für die Lebenden und Verstorbenen beten, leibliche Werke der Barmherzigkeit. Die Hungrigen speisen, ich hab Hunger, die Durstigen tränken, die Nackten bekleiden, die Obdachlosen beherbergen, ruhig, die Gefangenen besuchen, die Kranken pflegen und die Toten begraben. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo. Hey, hey, hey. Tja, hier ist wohl kein Auge drin. Guten Tag. Hallo. Ich liebe solche abgefuckten Spiele. Guten Tag. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Visage und das war richtig ekelhaft. Ich habe Angst alleine. Der Schrank wird angezeigt und ich habe wirklich Angst alleine. Ich muss sie mitnehmen. Sind das die Chat-Regeln? Was? Oh Gott. Was zur Hölle, das Spiel ist so verstörend, aber auch geil. Ja. Spiel, mach bitte irgendetwas. Ich hasse das nämlich wirklich sehr. Das Spiel macht nichts, das Spiel macht nichts. Ich glaube, ich muss erst noch mal hier hin, ne? Okay, das ist doch gruselig. Ich finde das gruselig. Können wir das bitte nicht machen? Danke. Ah! Was war das? Ich habe mich erschrocken. Das Ding habe ich nicht gesehen. Ich habe mich erschrocken. Kannst du es bitte nochmal machen? Weil ich habe mich... Gonna be late. I've got something urgent to take care of. You want your boss to take you the fuck down? Hurry up! I gotta get back. Da war jemand drin. Ja, ich hab sie gesehen. Ist ja die Leiche noch da? Okay, ich guck mal. Nein. Oh, alles sauber. Das ist aber schön. Oh, das ist aber noch da. Warum ist das? Oh Gott. Okay. Hä?
Wir waren der Elektriker? Wir waren der Elektriker? Ist das so? Ich verstehe es nicht. Ja, das haben einige Leute bei mir. Also. Ich glaube tatsächlich, dass. Ich glaube tatsächlich, dass das so eine Art Vorhölle war, wie immer in solchen Spielen. Und wir hatten ja auch so ein paar Gedächtnislücken und so. Und wir haben ja von dem Charakter erfahren, dass der ja ziemlich scheiße war und auch seine Frau und Tochter geschlagen hat, Alkoholiker, hatte eine Affäre auch. Und der Elektriker, es ist ganz sehr laut, der Elektriker hat ja dann irgendwie gesagt, ja, hier, meine Frau und Clara. Ich glaube, wir waren der ich bin mir ziemlich sicher, wir waren der Elektriker, oder? Und dann haben wir uns erhangen. Ja, den raff ich jetzt nicht. Die Stimme am Ende war von dem Bösen am Telefon, oder? Jetzt verstehe ich die Kritik. Nee, also ich finde schon, dass das macht eigentlich Sinn, das Ende jetzt. Wir waren der Elektriker. Das, was er gesagt hat, hier Clara, meine Frau, bla. Und, ja. Das Ende ist so plötzlich gekommen. Ja, voll schnell jetzt, okay. Ah, hey, wir haben heute ein Spiel durchgespielt, juhu. Falls ich das jemals auf YouTube hochladen werde, müsste ich erstmal irgendwie erklären, wieso ich dieses Make-up trage. Fällt mir gerade ein. Oh. Ja, okay, es war irgendwie, warte mal, aber können wir der Elektriker sein, wenn einer da war? Nicht der Elektriker, der Satellitentyp meine ich jetzt. Der Satellitentyp. Ich glaube, wir haben einfach nochmal so eine Erinnerung nochmal neu erlebt, oder? Also schlecht fand ich das Spiel jetzt nicht, nur ein wenig verwirrend. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Also diese super krassen Negativen, das verstehe ich nicht. Also da habe ich schon schlimmere gespielt, die halt ganz normal bewertet wurden. Und dann läutet sich einfach... Hä, da steht der Erik! Da steht der Erik! Erik, komm, Kranke! Hä? Erik, du stehst in den Credits! Hä? Ich war gerade voll verwirrt! Der kommt in den Schrank, ist der seine Frau. Okay, ich bin voll verwirrt jetzt, okay. Ja. Cool. Hase, du stehst in den Credits. Hä, voll random einfach. Ich hab das gelesen. Cool. Was auch sonst, ja. Was auch sonst, ja. Der ist einfach überall. Ich kann in die Credits. Der Credit, Erik, ey. Geil. Es heißt, dass der Elektriker das Böse war und wir waren betrunken und dachten, wir töten die ganze Zeit Sünder. Aber dabei haben wir betrunken unsere Frau getötet. Ah, das könnte natürlich... Das könnte sein... Er war die dicke Frau, ja. Erik Rockrang habe ich auch gesehen. Warum hat er das nie gespielt, dieser Dovi, schreibt Elflin. Das kam irgendwie ganz sneaky, heimlich vor, was ich... Ich glaube, dieses Jahr kam es irgendwie raus. Ein Vollbesitzer, ja, der sowieso. Aber es war okay. Also es war wirklich okay. Stellenweise fand ich sogar echt cool, tatsächlich. Es ist kurz. Ich glaube, das ist die Kritik wahrscheinlich, dass es so kurz ist. Hey, er ist einfach überall. Ein Freund besitzt das Spiel, ein Freund. Wir müssen mit dem Insider einfach mal was machen. Jetzt meine Lippen trocknen gerade voll aus. Ich habe Angst, dass ich das esse. Ich kann auch gar kein Labello drauf machen. Ich muss ja mal gucken. Das sieht, glaube ich, war das so ein Kickstarter-Ding? Das erklärt dann auch den Erik in den Credits. In 3 Jahren kann man das auch mal vergessen. Die Demo hat er nur, genau, die Demo hat er gespielt. Die Demo hat er gespielt, genau, steht da. Ja, Kickstarter, okay, dann, ja, der ist auch überall auf Kickstarter vertreten. Erik hat das Spiel schon vor 3 Jahren gespielt. Ja, aber Demo. Ein Freund besitzt diese Credits bereits. Ist das laut? Also man kann, tatsächlich gibt es ja doch ein Widerspiel. Wer ist Spiel? Wiederspielwert. Du kannst dich ja immer wieder anders entscheiden hier. Ich weiß nicht, ob es dann auch anders ausgeht. Keine Ahnung. Aber ich muss da immer pinkeln. Doch, er hat durchgespielt. Nein. Erik hatte... Nee. Also du... Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das hier nicht gespielt hat. Es sei denn, es war im Stream irgendwie. Elfin schreibt, egal, er muss das nun komplett spielen. Ja! Vor allem, das ist ja schnell gemacht im Stream und so. Und vor allem, wie gesagt, der Durchgang bei ihm wird sicherlich anders sein als meiner. Weil ich bin ja eher auf Risiko auch gegangen und sowas. Jetzt bei YouTube im Titel Gronkh im Spiel. Ich spiele mit Gronkh? Fragezeichen? Ja.
Man kann sich einfach jedes Mal eine neue Prostituierte aussuchen. Ja, ich hatte die beste. Echt, oh Gott. Haben sie auch Männer? Das wäre aber ganz cool, wenn das Spiel das auch irgendwie hergegeben hätte. Hier und da war es halt echt buggy, muss ich sagen. Das war halt. Übrigens, falls ich auf YouTube hochlade, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.